Naja, der Abend ist ja noch nicht zu Ende. Also ich hoffe mir noch einige Stunden mit vielen ehemaligen Kollegen, die man über Jahre kennengelernt hat, dass wir hier schöne Stunden verbringen miteinander. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist Einblicke zu gewähren einfach in die letzten Jahre. Also ich muss sagen, der geschichtliche Überblick, der so lebendig war aufgrund der authentischen Person, das hat mir am besten gefallen, weil man einen guten Überblick gekriegt hat. Ich muss sagen, die alten Anekdoten von unseren Spielern aus den 60er Jahren, das war sehr amüsant. Das war mein erster Besuch auf der Lohmühle, im Block A, mittendrin, von nichts eine Ahnung und jede Menge Stimmung um mich herum. Also von daher verbinde ich mit dem VfB immer gute Stimmung und engagierte Fans. Pokalsieg. Ja, definitiv Pokalsieg jetzt. Ist so nah dran. Ja, weil es erstens sehr, sehr nah dran ist. Ich glaube auch eine unfassbar geile Party war. Auch mit den Tagen danach, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Ja, da bist du mittendrin, das ist nochmal was anderes als Fan. Als Fan traust du und ja, sicherlich auch, aber als Spieler, wenn du das selber irgendwo erreichst und schaffst und dann so einen Platzsturm miterlebst, das war einfach überragend geil. Und das ist halt sehr, sehr nah dran auch. Ja, für mich ist das eine größte Erfolg mit VfB quasi. Und, ist das nah dran und auch die beste Erinnerung. Ja, ich denke, VfB Lübeck ist auf jeden Fall ein Verein, der mindestens eine Liga höher spielen muss. Das ist jetzt auch nicht auf 100 Jahre gesehen, zumindest mal kurzfristig gesehen und vielleicht sogar zwei Ligen höher, aber das muss man dann mittelfristig schauen, aber kurzfristig das. In 100 Jahren vielleicht dann irgendwann mal. Und dass wir beide wieder hier stehen, in 100 Jahren hier stehen und nochmal ein Interview. Genau. Nehmen. Und dann du nochmal fragen kannst, was war vor 50 Jahren? Das merken wir uns. Die nächsten 100 Jahre. Größtmöglichen Erfolg und dass dieses Familiäre bleibt. Ich glaube, das macht es den Verein so besonders. Eine Anekdote von Louis war das, glaube ich, dass die Mama von Henrik Zimmermann immer den Kuchen gemacht hat, da waren wir ja auch noch da. Der fehlt schon. Der fehlt jetzt mittlerweile, leider Gottes. Ja, aber das sind halt so Sachen, die gibt es glaube ich nur hier und ich hoffe, dass das auf jeden Fall bleibt und natürlich mit dem größtmöglichen sportlichen Erfolg. Sehe ich genauso. Kann man nichts Ich glaube, dass der VfB im Elfmeterschießen weiterkommt. Ja, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Aussage. Und ja, ist eine interessante Begegnung. Die ist, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal gehabt. Und ja, ich hoffe, es ist auch ein spannendes Spiel mit vielen Zuschauern und ein interessantes Ergebnis. Sehr cooles Los, weil ich glaube, dass das Stadion voll sein wird. Definitiv. Was für den Club, für die Region wichtig ist. Sicherlich auch ein Spiel, was realistisch zu schlagen ist. Man weiß, im Pokal ist immer alles möglich, also von daher gutes Los. Also man hofft ja immer dann in so einem Spiel, dass es Überraschung gibt. Und ich glaube, vor zwei Jahren war das letzte Mal das Aufeinandertreffen im DFB-Pokal, da gab es dann 0-3, meine ich. Dieses Mal ist es so, dass der VfB gewinnen wird, in der Verlängerung 2-1 und da freue ich mich drauf. Ja, das ist boah, das ist schwer. Ich glaube, ich hätte in der ersten Runde schon ganz gerne, weil ich eine Frankfurter Vergangenheit habe und ich glaube, selbst bei Eintracht Frankfurt wäre hier das Stadion richtig voll und die haben auch richtig, richtig geile Fans. Das wäre so ein Los, was richtig top wäre. Ein ganz großer natürlich, Bayern, Dortmund, wäre auch schön. Allerdings ist da die Wahrscheinlichkeit, dass du rausfliegst. Ja, sehr, sehr hoch. Kiel zum Derby, dann nochmal eine Runde weiterkommen, ich glaube, das wäre schon seltsam.
Ich persönlich hätte Hertha, wie alle oder Hertha. Viele Berliner in der Familie haben und oder halt Kiel als Derby nochmal voll. Das interessiert doch keinen Menschen. Ja? Doch mein Essen. Ich muss ja keine Ahnung mehr. Paderborn wäre das schwierigste Los, was man kriegen kann. Wahrscheinlich das schwierigste Los. Nein, aber eine Mannschaft, die man schlagen kann. Also am besten ein Heimspiel, ein Zweitligist, der das Stadion auffüllt, weil halt die Dramaturgie des Pokals halt immer für sich spricht. Aber es muss halt immer realistisch sein. Also die meisten München sind ja in Bayern München, aber dann ist das definitiv vorbei. Deswegen sage ich immer, besser eine nicht so gute Mannschaft aus einer oberklassigen Liga. Dann hat man das Stadion voll und man hat die Möglichkeit weiterzukommen. Ja, ich denke auch. Eine Erstligamannschaft wie Paderborn zum Beispiel. Und da können sie dann vielleicht auch weiterkommen. Sehr gut. Vielen Dank.